Unternehmer, die Anteile an anderen Kapitalgesellschaften erwerben wollen für das Anlagevermögen und diese Anteile über eine Holding erworben werden sollen, müssen beachten, dass wenn der Anteilskauf über Darlehen finanziert wird, dass die Darlehenszinsen zwar Betriebsausgaben in der Holding darstellen, aber wenn keine eigenen Einkünfte vorhanden sind in der Holding, dass die Dividendenausschüttungen ja steuerfrei gestellt werden, zumindest zum allergrößten Teil, und dass gegebenenfalls die Zinsen, die gezahlt werden müssen aufgrund der Darlehen für die Anteilskäufe, dass die steuerlich etwas verpuffen, weil denen ja keine steuerpflichtigen Einkünfte gegenüberstehen. Also hier sollte kalkuliert werden, wie hoch die Dividendenausschüttungen sind, wie hoch also die steuerpflichtigen Einnahmen dann verbleiben in der Holding, weil ja nur ein kleiner Teil steuerpflichtig ist aus den Ausschüttungen in die Holding. Und dass damit die Zinsaufwendungen eventuell, die ja der Holding dann entstehen, dass die steuerlich dann eventuell verpuffen. Um diese Nichtabzugsfähigkeit von Zinsen zu vermeiden, ist es möglich, hier eine Organschaft zu bilden aus der Holding und der operativen Gesellschaft, um hier die Abziehbarkeit der Zinsen zu erreichen, weil die Ergebnisse der operativen Gesellschaft und der Holding zusammengefasst werden in einer Organschaft und damit die Zinsen abzugsfähig werden.